Guten Morgen, Frau Stockel. Guten Morgen. Der Hofer ist noch nicht da? Um die Uhrzeit, aber der wird gleich kommen. Was hätten Sie braucht? Es geht mal wieder um die Kriminalstatistik. Herrschaftszeit, wenn man euch's auf einmal macht. Ja, kein Problem. Jedenfalls hat er seine PKS-Formulare nicht... Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Was haben Sie gefunden? Ein Leich? Entschuldigen's. Dann sagen Sie dem Herrn Hofer doch einfach, dass er und sich... wo haben Sie die gefunden? Ja, ist recht. Ja, ich notier's. Wir kommen. Wiederhören. Ja. Marie, wachst dann, gell? Du, warte mal. Warte mal. Was ist denn? Ich hab's ziemlich eilig. Und ich hab ein Problem. Also, genau genommen zwei. Ich arbeite doch gerade an diesem Sonderheft über die Stadt mit. Und jetzt habe ich gerade vorhin der Redakteur angerufen, dass das schon Ende der Woche fertig sein soll. Ja und? Das Problem ist, dass ich noch so viel machen muss. Ah, Vorwort schreiben, alles Korrektur lesen. Wenn das so viel ist, fass ein bisschen leider mit an. Ein paar Tage hast du ja noch. Hab ich eben nicht. Tagsüber muss ich arbeiten und abends wollte ich zu so einer Vortragsreihe gehen. Was für eine Vortragsreihe? Du bist im Stall dran, Schwesterherz. Ja, das ist das Problem Nummer zwei. Ich hab mir gedacht, du könntest vielleicht noch einmal. Fester. Fester? Rechts. Rechts. Ah, sehr gut. Ja. Den Stall übernehmen. Ja. Da hast du geschnitten. Okay. Aua. Ist doch nur für Robotdog. Dann schaffe ich das alles nicht. Und meine Vortragsreihe kann ich dann auch vergessen. Ich krieg auch nicht immer, was ich will. Bitte. Dann hast du was gut bei mir. Hm? Lieblingsbruder. Ja, ja, die Tour kenne ich schon. Diesmal ziehst du mich nicht über den Tisch. Lieblingsschwester. Das wäre mir ja noch singen. Frau Stockel, was ist? Haben Sie den Hansen schon erreicht? Der ist wo? Eine Sekunde. Hansen! Moin Moin! Du bist ja früh unterwegs. Ja, Sie wissen ja, der frühe Vogel, ne? Ja. Könnten Sie mal? Ehrlich? Ziehen! Jawohl! Ziehen! Holtmann? Ist natürlich praktisch, dass Sie heute hier segeln, an Ihrem freien Tag. Danke, Didi. Da wäre ich mal lieber nicht ans Handy gegangen. Den Tag habe ich mir auch anders vorgestellt. Gehen Sie mal her. Das denkt sich der Herr Günzel sicher auch. Ja, wer? Unser heutiger Toter Dietmar Günzel, 45 Jahre alt, ledig, haben sie gerade neben seinem Boot im Wasser gefunden. Er ist mit einem scharfkantigen Gegenstand erschlagen worden. Mhm. Ja, Hansen, schönen guten Morgen. Kommen Sie jetzt immer mit dem Boot zur Arbeit? Ungewöhnliche Situationen erfordern eben ungewöhnliche Maßnahmen. Ja. Oh, aber kein passender Aufzug für eine Bootstour. So wie es ausschaut, wollte der Herr auf eine Betriebsfeier der Firma Pfeil AG. Mhm. Pfeil AG kenne ich nicht. Die stellen Elektromotoren her. Sind ziemlich renommiert hier in der Gegend. Ach, die Feier war dort im Yachtclub. Mhm. Den kenne ich. Den kenne ich, ja. Aber ich war nur ein-, zweimal da. Hat's Ihnen dort nicht gefallen? Zu viel Party, zu wenig Segeln. Wie ich bereits zu Herrn Hofer gesagt habe, ist er mit einem scharfkantigen Gegenstand erschlagen worden und dabei vermutlich ins Wasser gefallen. Mhm. Einen Unfall schließen Sie aus? Bei der Beschaffenheit der Wunde, ja. Es gibt auch nirgendwo Blutspuren, die auf einen Unfall hindeuten. Können Sie was zur Tatzeit sagen, Frau Doktor? Dem Zustand der Haut zufolge. Vor etwa 12 Stunden. Corvinian! Herr Hansen, kommt zu mir her! Gut. Gehen wir gleich. So, der Franz hat dieses Kennzeichen überprüft. Es ist ja so, der Wagen gehört der Pfeil AG und der Lenker ist der Günzel, also war der Günzel. Na, dann hat er wohl für die Pfeil AG gearbeitet. Schlüssel steckt ja noch. Ja, der wollte halt nicht lang bleiben. Ja. Michi, sei so gut und fahr schon mit zum Haus mit Herrn Günzel und schau dich da ein bisschen um. Umschauen. Jawohl. Vierte Karte. Vierte, Michi. Wir nehmen uns diesen Yachtclub mal vor. Das machen wir. Ja, bitte. Das ist gerade der 80er. Ich hoffe, ich störe nicht. Frau Hofer, kommen Sie noch rein. Was kann ich für Sie tun? Ich mach's doch ganz kurz. Bitte. Es geht um das Sonderheft, das die Stadt rausbringt. Über die Geschichte Rosenheims. Und was haben Sie damit zu tun? Ich rufe ein bisschen aus und betreue es redaktionell. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht was über die Geschichte der Rosenheimer Polizei schreiben könnten. Ja, gern, wenn ich Ihnen damit helfen kann. Bis wann brauchen Sie es denn? Bis morgen.
Bis morgen. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Ich muss dringend eine Tagung vorbereiten, steht enorm unter Zeitdruck. Das müsste da nicht viel sein. Und der Herr Bürgermeister wird sich bestimmt auch freuen. Der Herr Bürgermeister? Ja, der schreibt ein bisschen was zur Stadt. Tja, ja, dann schau ich mal, was sich machen lässt. Super. Wiederschauen. Wiederschauen. Grüß Gott, sind Sie der Pächter hier? Warum wollen Sie das wissen? Hofer, Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege Hansen. Tja. Ja, das Lokal gehört mir. Volkert. Sie hatten noch gestern eine Feier hier, Herr Volkert, ne? Von der Feil AG. Können Sie uns sagen, bis wann die ungefähr ging? Ja, das ging so gegen 20 Uhr los bis kurz nach eins. Kennen Sie da einen gewissen Herrn Günzel? Hat da gleich in der Nähe in der Kirchbucht einen Bootsplatz gemietet, aber warum wollen Sie das alles so genau wissen? Weil der Herr Günzel gestern Abend genau an diesem Bootsplatz ermordet worden ist. Ach so. Ja. War denn der Herr Günzel auch auf dieser Feier? Also gesehen habe ich nicht, aber das wäre mir auch aufgefallen. Wieso? Also wenn die anderen schon eine Feier und Bier getrunken haben, dann ist er noch am Laptop fahren gesessen und hat tappert. Klingt nicht gerade sehr gesellig. Vielleicht lag es daran, dass er erst vor kurzem aus Stuttgart hergezogen ist. Um bei der Feil AG zu arbeiten? Ja, Top-Posten als Manager. Viel tauschen hätte ich mit dem nicht wollen. Hat er viel Stress gehabt? Ja, irgendwie gab es immer Ärger mit einem Kollegen. Das kenne ich. Entschuldigung. Ja, dann danken wir Ihnen erstmal, Herr Freund. Wie, was gibt's? Dankeschön. Da schau her. Na gut, dann bleibst du jetzt genau da, wo du jetzt bist und wir sind schon unterwegs. Bis gleich. Bitte. Das ist, stimmt was nicht? In der Wohnung von Günzel ist eingebrochen worden. Er hat ja noch nichts ausgepackt. Schönes Haus, schönes Grundstück. Schöne Aussicht. Obwohl, bei meinem Hof ist schöner. Offensichtlich war der Günzel noch gar nicht richtig eingezogen. Schaut ganz so aus. Na, er war noch nicht lange da. Da wird unser Einbrecher ja ganz schön enttäuscht gewesen, sein halbleeres Haus vorzufinden. Da. Also, wie es ausschaut, ist der Einbrecher durch den Garten reingekommen und dann hat er unten das rechte Schubfenster in der Eingangstüre eingehaut. Hast du die Spuse schon verständigt? Ja, die kommen direkt vom See hierher. Wie schaut es mit gestohlenen Wertgegenständen aus? Ja, eigentlich bis jetzt noch gar nicht. Blöd! Laptop! Schaut her, Maus hier, Tasche hier, Laptop weg. Was haben wir denn da? Gestern, 23.08.09. Sie sollten sich das Ganze noch mal überlegen, sonst würde es Ihnen leid tun. Also lassen Sie uns treffen und reden. Oh, das klingt ja schon fast wie eine Drohung. Ein Anruf von gestern. Gestern ist der Mord passiert. So ein Zufall. Über den Telefonanbieter sollte es doch möglich sein, den Anruf herauszukriegen. Ja, freilich, das geht ganz leicht. Also, wenn das nicht zu viel verlangt wäre, dann... Ach so, ja, bin schon weg. Im Ohr. Na. Danke. Gib mir bitte gern. Ja, das hab ich. Ja? Grüß Gott, Frau Stock. Ja, 80er, die beiden Herren sind noch unterwegs, ein Mordfall. Weiß ich. Ich wollte eigentlich auch zu Ihnen. Ich hätte da eine persönliche Bitte an Sie. Ja? Ja, ich soll einen Artikel schreiben über die Geschichte der Rosenheimer Polizei fürs Stadtmagazin. Die 80er sind's unter die Autoren gegangen. Ja, mehr oder weniger. Das Problem ist bloß, dass ich im Moment mit der Tagung beschäftigt bin, dass ich praktisch überhaupt keine Zeit habe. Wie kann ich Ihnen helfen? Frau Stockel, Sie sagen doch immer, dass Sie eine Herausforderung wollen, eine anspruchsvolle Arbeit. Und da dachte ich, das wäre doch was für Sie. Ich soll den Artikel schreiben? Nein, nicht direkt schreiben. Schau's. Ich habe vor 2 Jahren schon einen ähnlichen Artikel geschrieben. Sie brauchen den im Prinzip bloß noch zu aktualisieren. Ich gehe ihn dann nochmal durch. Ja, aber Herr 80er, wann soll ich das machen? Sie sehen doch, was hier los ist. Am besten gleich. Weil morgen muss er schon fertig sein. Frau Stockel. Vielen Dank. Und Sie machen das. Grüß
Gott, ja. Grüß Gott. Tag. So leger heute, man kennt sie ja kaum mehr wieder. Ich hatte aber eine gute Laune. Ach, das wird vorübergehen. Geschichte der Rosenheimer Polizei. Also der hat Nerven. Wir. Was haben Sie denn, Frau Stockel? Ach, der Herr 80er muss einen Bericht über die Rosenheimer Polizei schreiben und weil er keine Zeit hat, soll ich das machen. Tja, delegieren muss man ja können, gell? Als wenn ich sonst nichts zu tun hätte. Ah, Herr Hofer, Sie sollen übrigens die Frau Ortmann anrufen. Immer gerne. Frau Stockel, rufen Sie bitte schon die Feil AG an und laden uns den Herrn Feil vor, ja? Delegieren muss man können, gell? Richtig. Die Spusi hat die Uhrzeit vom Einbruch bestimmt. Das ist aber schnell gegangen. Ja, wir haben Glück gehabt. Der Künstler hat nämlich seinen DVD-Rekorder laufen lassen, weil er ein Fußballspiel aufzeichnen wollte. Und wie der Täter gekommen ist und den Stecker vom Laptop rausgezogen hat. Hat er auch den Rekorder abgeschaltet? Genau so war's. Wann genau war denn das? Am 21.16 Uhr, gestern Abend. Was genau mit der Tatzeit übereinstimmt. Kollegen, das kann doch kein Zufall sein, dass der Künstler ermordet wird und gleichzeitig jemand in sein Haus einbricht. Ja. Mir ist ja noch etwas aufgefallen. Und zwar diese ganzen Umzugskartons, die waren eigentlich alle nur zu. Ja, und? Wenn ich in ein halbleeres Haus einbrich, dann schaue ich wenigstens nein die Kartons. Wie, seit wann brichst du in halbleere Häuser ein? Hast du selber was mal verdienen? Vielleicht hat unser Einbrecher ja schon gefunden, was er gesucht hat. Ein Laptop. Oder das, was drauf ist. Guter Gedanke. Wir sollten auf jeden Fall den Computer vom Künstler in der Firma überprüfen. Ja. So. Ich habe jetzt gerade bei der Feil AG angerufen. Der Herr Feil ist zwar noch unterwegs, könnte aber gegen 14.30 Uhr hier sein. Schön, dann können Sie gleich wieder dort anrufen und sagen, dass wir um 14.30 Uhr in der Firma sein werden. Genau, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da schauen wir vorher noch mal bei der Frau Dr. Kern vorbei. Das machen wir. Herr Hofer, und nicht vergessen, die Frau Ortmann wartet. Alles zu seiner Zeit, Frau Stockel. Alles zu seiner Zeit. Grüß Gott, Frau Dr. Kern. Michaela, grüß dich. Hallo. Ah, Sie wollte ich jetzt gerade anrufen. Ja, Herr Dr. Gastel, nicht die Frau Dr. Kern? Die musste zu einem dringenden Termin nach München. Aber seid ihr jetzt eigentlich wegen der Frau Dr. Kern da oder wegen dem da? Nein, ich bin der Frau Doktor. Ja. Ah. Also, zur Todesursache. Bei der Wunde an seinem Hinterkopf handelt es sich lediglich um einen tiefen Einschnitt. Vermutlich durch eine Harke oder etwas Ähnlichem herbeigeführt. Und das heißt? Dass der Schlag ihn höchstens betäubt hat. So, dafür ist aber seine Lunge voller Wasser. Er ist also ertrunken. So schaut's aus. Muss ich denn das Verhörerschiffung? Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Allem Anschein nach wurde der Herr Günzel noch transportiert, nachdem man ihn betäubt hat. Moment, das würde ja bedeuten, dass er gar nicht am See niedergeschlagen worden ist. Genau. Der Günzel kommt heim, überrascht den Täter und kriegt eins übergezogen. Da steht bloß nicht, ob der Täter in seinem See schafft, sondern in seinem Haus lässt. Vielleicht wollte er das Ganze wie einen Unfall aussehen lassen. Er packt ihn in sein eigenes Auto und fährt ihn zum See. Gut möglich, aber dann hätte zur Blutspur gehen müssen. Nicht, wenn er den Günzel ordentlich verpackt hat, bitte. Ja, auf jeden Fall hat der Täter den Günzel bekannt und im Boot gepust. Wir haben den unbekannten Anrufer, Jochen Hasselbund, am Ahornweg und der kleine Firma und gleich ist er da. Gleich ist ein bisschen knapp. Für unseren Termin beim Feil. Dann übernehmen Sie doch den Hasselt und ich fahre zum Feil. So machen wir es. Und du, Michi, schaffst du die Spurensicherung und kriegst dann mal das Haus vom Günzel durch. Was führt mir? Spuren, ob dort erschlagen worden ist. Herr Hofer, endlich, die Frau Ortmann. Das drängt uns nicht so, die Frau Ortmann kann warten. Die Frau Ortmann wartet schon seit heute Morgen. Ach, Frau Ortmann. Schön, Sie zu sehen. Schauen Sie, jetzt wollte ich gerade noch schnell was erledigen. Dann wäre ich sofort zu Ihnen gekommen. Natürlich. Na, freilich. Was haben Sie denn zu dringend? Es geht um die Kriminalstatistik. Ja, und was ist damit? Das Landeskriminalamt wartet schon seit Wochen darauf, dass Sie die fehlenden PKS-Formulare einsenden. Ja, da wird das Landeskriminalamt wohl noch ein bisschen länger warten müssen. Ihr habt nämlich schon wieder einen Fall. Sie haben immer einen Fall. Das mag an meinem Beruf liegen. Eine korrekte Abwicklung ihrer Arbeit mit einschließt. Und dazu gehört es nun mal jeden Fall, in die Statistik zu übernehmen und ein solches Formular auszufüllen. Frau Hartmann, Papier ist geduldig. Ja, aber das Landeskriminalamt leider nicht mehr. Die machen bereits Druck. Ich muss Sie also dringend bitten, diese Formulare bis morgen auszufüllen. Bis morgen? Ja, bis morgen. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Hartmann. Und zwar einen ganz besonders schönen Tag. Ja, bitte. Guten Tag. Hasselt, ich sollte mich ja melden. Herr Erwin, sei so gut, macht die Tür auf zu. Ob
ich den Günzel kenne. Ja. Ich habe bald hin und wieder beruflich mit ihm zu tun. Inwiefern? Naja, meine Firma beliefert den Betrieb, für den er arbeitet. Die Pfeil AG? Ja. Und was liefern Sie das? Kleinteile für die Regelungstechnik von Motoren. Aber privat haben Sie keinen Kontakt mit dem Herrn Günzel? Na? Echt nicht? Nein. Seltsam. Wieso haben Sie ihn dann angerufen und gesagt, dass Sie sich mit ihm treffen wollen? Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Jetzt erzählen Sie keinen Schmarrn, Herr Hasselt. Wir haben Ihren Anruf von gestern zurückverfolgt. Und der kam genau aus Ihrer Wohnung. Ach so, ja, jetzt erinnere ich mich. Da ging es um technische Probleme. Ich habe nicht zurückgerufen. Wegen eines technischen Problems bedrohen Sie Ihren Geschäftspartner? Ich habe niemanden gedroht. Dann passen Sie mir auf. Sie sollten sich das Ganze noch mal überlegen, sonst wird es Ihnen leid tun. Das waren Ihre Worte. Herr Hofer, manchmal muss man etwas deutlich werden, wenn nichts vorangeht. Herr Hasselt, da haben Sie vollkommen recht. Blöd ist nur, dass der Herr Günzel jetzt tot ist. Ermordet, um genau zu sein. Was? So, Herr Hasselt, und jetzt sagen Sie mir, wo Sie gestern um 21 Uhr waren. Sie glauben doch nicht, dass ich was damit zu tun habe. Ich möchte wissen, wo Sie waren. Bei mir im Büro. Alleine. Um die Uhrzeit sind meine Mitarbeiter längst zu Hause. Komisch. Das haben wir irgendwie gedacht. Naja, dann ist das eben so. War's das jetzt? Nein, das war nicht alles. Aber für einen Augenblick dürfen's gehen. Wiederschauen. Wiederschauen. Herr Hansen. Hallo, Herr Hofer. Ich habe mit dem Fall gesprochen. Der will sich aus dem Geschäftsleben zurückziehen und sucht einen Nachfolger. Lassen Sie mich raten. Das sollte der Günzel sein. Der Günzel oder ein gewisser Fabian Seidel. Das ist ja ein Konkurrent. Der Besitzer vom Yachtclub, der hat doch gesagt, dass der Günzel mit einem Kollegen Streit gehabt hat. Ja und? Das war der Seidel. Die beiden müssen sich ein paar Mal ganz schön in die Haare geraten sein. Kein Wunder, wenn es um eine solche Position geht. War denn der Seidel auf der Betriebsfeier? Laut dem Pfeil ja, aber er hat ihn nur kurz gesehen. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns den Herrn doch gleich mal an. Können Sie mich abholen? Ja, Sie können ja schon mal runterkommen. Ich habe noch 8 Kilometer. Ich bin da noch mal aus der Hausverstockel, gell? Sind Sie fertig mit Ihrer Statistik? Das muss warten. Und bei Ihnen? Besonders weit sind Sie aber auch nicht, gell? Ja, der Herr 80er stellt sich das so einfach vor. Dabei ist das gar nicht so leicht. So, glauben Sie mir, ich weiß, wovon Sie reden. Sie haben's gut. Sie haben ja nur die paar Bladel da. Haben Sie auch wieder recht. Frau Stockel, was halten Sie davon? Wenn Sie mir die paar Bladel ausfüllen, dann schreibe ich Ihnen den Artikel für den 80er. Psst, soll das ein Scherz sein? Frau Stockel, wenn es um die Arbeit geht, dann mache ich keine Scherze. Und ich meine, wenigstens wir zwei müssen noch zusammenhalten, oder? Herr Hofer! Links muss einfach am Schreibtisch. Servus. Ja, vielen Dank, dass Sie mich informiert haben, Frau Schmidt. Wenn die Polizei sich nochmal meldet, geben Sie mir bitte wieder gleich Bescheid, ja? Wiederhören. Brigitte? Was ist denn los? Brigitte, es ist wichtig, dass du jetzt hinter mir stehst. Versprich es. Ja, bitte? Hofer, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege Hansen. Zach. Herr Seidel? Ja, das ist meine Frau. Grüß Gott. Dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Ich wurde bereits von der Firma angerufen. Das ist ja eine furchtbare Geschichte. Kann ich Ihnen vielleicht was zu trinken anbieten? Vielen Dank. Nein, danke. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz.
Wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Günzel? Naja, wir hatten ein kollegiales, freundschaftliches Verhältnis. Er war neu, ich kann Ihnen gar nicht viel über ihn sagen. Also uns wurde gesagt, dass Sie Konkurrenten waren. Stimmt. Es geht um die Nachfolge des alten Pfeil. Wir wollten jeder zeigen, wer der bessere Mann für die Firma ist. Jetzt haben Sie ja Glück, dass Ihr Konkurrent ausgestiegen ist. Ja, aber doch nicht so. Verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich setzt unser einer auch schon mal die Ellbogen ein, aber Mord gehört eigentlich nicht zum Repertoire. Wo waren Sie gestern Abend? Ich war den ganzen Abend auf der Betriebsfeier der Firma Pfeil. Meine Frau kann das bestätigen, sie war mit dabei. Ja, das stimmt. Und von wann bis wann waren Sie dort? Naja, ich bin gegen 20.30 Uhr nach Hause gekommen, ich habe mich noch umgezogen und dann sind wir losgefahren. Ich denke, wir waren so gegen 9:30 Uhr auf der Feier bis etwa Mitternacht. Warum sind Sie erst zu spät gekommen? Die Party sollte doch schon um 8 losgehen. Um 8? Da habe ich gerade das Büro verlassen. Und dann sind Sie noch bei Herrn Günzel vorbeigefahren? Nein, ganz sicher nicht. Sie haben doch gehört. Er war bei mir. Also wenn Sie mich fragen, die Seidel hat keine Ahnung, wer er war. Das Alibi stimmt nicht. So, Herr Hofer, das ist die Gästeliste vom Pfeil, die Sie haben wollten. Danke, Frau Stockel. Bitte. Laut Liste war der Seidel auf dem Fest. Vielleicht war er nicht den ganzen Abend da. Lassen Sie uns noch mal zum Yachtclub fahren. Vielleicht kann uns der Wirt noch was erzählen. Da würde jetzt ungern mitfahren. Der Hof mal wieder. Nein, ich muss noch diesen Artikel für den 80er schreiben. Ach, ich dachte, den schreibt die Frau Stockel. Nein, den schreibe jetzt ich. Die Frau Stockel übernimmt was anderes. Ach so. Delegieren muss man können, oder? Richtig. Was sagt denn der 80er dazu? Was er nicht weiß, macht er nicht heiß. Verstehe. Ja, schönen Abend noch. Also, wir haben das Grundstück vom Günzel abgesucht. Und? Ja, nichts, was auf einen Mord hindeutet. Nicht im Haus drin, nicht im Garten. Na, danke, Michi, das war jetzt sehr hilfreich. Da kann ich nichts dafür. Ich vielleicht. Nein, auch nicht. Ja. Sie ist schon wieder da. Ich hätte da noch ein, zwei Fragen. Vielleicht können Sie mir ein paar Informationen geben. Ja, bitte. Kennen Sie den Herrn Seidel? Fabian Seidel? Ja, genau. Können Sie mal sagen, wann der zur Betriebsfeier gekommen ist? Ja, ich weiß, dass ich seiner Frau aus dem Mantel griff. Das war so gegen 9:30 Uhr. Also genauer kann ich nicht sagen. Sind die nicht zusammengekommen? Na, sie kam auf alle Fälle ohne ihn rein. Deswegen habe ich auch aus dem Mantel geholfen. Wo er war, das weiß ich nicht. Also, vielleicht stand er noch draußen. Sie glauben, dass der Seidel den umgebracht hat? Wir müssen jeder Spur nachgehen. Ne? Auf die 5 bitte, ja? Das glaube ich nicht. Der Seidel, der ist viel zu clever dafür. Aha. Und Jochen Hasselt, sagt Ihnen der Name was? Ja, dem würde ich das schon eher zutrauen. Wieso das denn? Ja, ich sag nicht, dass es war. Ja, keine Angst. Ich verstehe Sie schon richtig. Naja, das ist ein richtiger Hallodri. Also bei dem muss man wirklich aufpassen, dass der seine Rechnungen zahlt. Der kann also aufbrausend sein. Das ist ganz anders wie der Seidel. Ist eigentlich merkwürdig, dass Sie die zwei so verstehen. Kennen die beiden sich? Ja, schon lang, seit der Schule. Ich glaube ja auch, dass der Seidel dem Hassel immer wieder Aufträge zuschustert. Verstehe. Ja gut, Sie haben mir sehr weitergeholfen, Herr Volkert. Wiedersehen. Passt schon. Fix, ich komme auch noch nicht einmal ins Internet. Kopinian, ich kann jetzt den Stall nicht machen. Immer mit der Ruhe, Marie. Vielleicht hatte dein liebenswerter Bruder für alles eine Lösung. Hm? Es gäbe vielleicht doch eine Möglichkeit, wie du doch noch auf deine Vortragsreihe gehen kannst. Mein Bruder, Herz, ich hab gewusst, du lässt mich nicht hängen. Moment, ich habe von einer Möglichkeit gesprochen, gell? Verstehe. Wo ist der Haken? Ach du, Haken würde ich das nicht unbedingt nennen. Schau. Das sollte doch der 80er machen. Ja, und jetzt muss es ich machen. Das ist nicht dein Ernst. Ihr könnt doch die Sachen nicht so einfach hin und her herschaffen. Das kannst du mir nicht sagen.
Also, du schreibst den Artikel und ich kümmere mich um den Stall. Und du kannst zu deinem Vortrag gehen. Zu den anderen Vorträgen auch? Zu den anderen Vorträgen auch. Mei, wenn ich wusste, dass der 80er das nicht schreibt, sondern einfach weitergibt, dann hätte ich es ja gleich selber schreiben können. Ich wunder, weißt du. Was machst du eigentlich da? Ich versuche die ganze Zeit, meine E-Mails abzufragen, aber das blöde Internet funktioniert nicht. Brauch mal jetzt eine Karte, weißt du, wo man sich übers Handynetz ins Internet einloggen kann? Ja. Marie, du bringst mir auf die Idee. Du hast ja gesagt, du darfst doch, wenn es beim Seebär bist. Ah ja, stimmt. Hab ich total vergessen. Ich war auch gar nicht segeln, wir hatten eine Leiche. Weißt du was? Du mit deinen Leichen, das ist schon fast widerlich. Ich hätte gerade abgelegt, da haben sie angerufen. Warum gestern an der Telefon? Ja, was soll ich denn machen? Tja, ich habe für so eine Fälle für jeden einen anderen Klingelton. Damit immer weiß, wer anruft. Das ist zum Beispiel deiner. Halt, stehen bleiben. Hier spricht die Polizei. Sehr witzig. Und das ist der von der Ex. Nix, verstehst? So einfach ist das. Genau so einfach ist es. Frau Schöger, nun sind der Seil und der Hassel bei der Schlüssel. Frau Stockel? Also ich habe gestern daraufhin nochmal bei der Firma Feil angerufen. Kaffee sagt keiner da. Ach nee. Also für die Auftragsvergabe war bisher ausschließlich der Seil verantwortlich, bis eben der Günther gekommen ist. Sie erinnern sich an die Nachricht von Herrn Hassel auf dem Anrufbeantworter? Ja, genau. Der Künstler, der hat sich da eingemischt. Bin mir sicher, dass es unseren beiden Amigos nicht gepasst hat. Dann kommen aber beide als Täter in Betracht. Hm. Guten Morgen. Kaffee kommt gleich. Guten Morgen, Zeit wird's. Ich habe gestern noch veranlasst, dass die Handynummern vom Künstler beobachtet werden. Sie glauben, dass der Tote sich nochmal meldet? Scherzkeks. Das gestohlene Notebook vom Günzel hatte mit Sicherheit eine UMTS-Karte drin. Der Dieb versucht, das Laptop anzumachen. Es geht online und wir können es orten. Nicht schlecht, Herr Kollege. Sollten wir auf jeden Fall machen. Herr Hofer. Bin schon unterwegs. Einen Augenblick, bitte. Herr Hofer, Ihre Berichte. Frau Stockel, Ihr Artikel. Danke. Ebenfalls. Was sehe ich denn da? Konspirative Geschäfte bei der Rosenheimer Polizei. Das geht sich gar nichts von. Und das ist der Bericht von der KTU über den Computer von Günzel aus seinem Büro. Ah ja. Es wurden Daten von der Festplatte gelöscht. Und? Ich habe von meiner Platte auch schon Haftdaten gelöscht. Diese Daten wurden mit einem speziellen Computerprogramm gelöscht und können auch nicht wiederhergestellt werden. Und da weiß ich noch was. Was? Die Daten wurden um 21.07 Uhr gelöscht. Zu einer Zeit also, als der Günzel friedlich im See geschwommen ist. Nach dem Mord am Günzel geht einer hin und manipuliert sein Rechner im Büro. Und außerdem wird zur gleichen Zeit bei ihm eingebrochen und sein Notebook geklaut. Wer hätte den Zugang gehabt zum Computer im Günzel sein Büro? Der Seidel hat doch sein Büro direkt gegenüber vom Günzel. Genau. Ja, dann werden wir den doch gleich mal vorladen. Oh no. Das ist Unsinn. Wieso? Sie waren doch einer der wenigen, die Zugang zu Günzels Büro gehabt haben. Jede Putzfrau hat Zutritt zu seinem Büro. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Meinen Sie, das fällt nicht auf, wenn ich in Günzels Büro gehe und dort an seinem Computer herummache? Herr Seifel, wir wissen, dass die Daten um 21 Uhr gelöscht wurden. Da waren Sie wahrscheinlich alleine in der Firma, weil alle anderen bereits auf der Betriebsfeier waren. Na, dann bin ich ja beruhigt. Um die Zeit war ich nämlich nicht mehr da. Das Zeiterfassungssystem der Firma wird beweisen, dass ich da schon längst auf dem Weg nach Hause war. Jetzt machen Sie sich mal nicht lächerlich. Wir wissen doch alle, dass sich so ein Zeiterfassungssystem leicht überlisten lässt. Mag sein. Aber ich war um 8 auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause. Damit kommen Sie nicht durch. Meine Frau hat Ihnen doch bestätigt, dass ich um kurz vor 9:30 daheim war. Wie ist Ihr Verhältnis zu Jochen Hasselt? Meine Herren, was soll das werden? Hasselt und ich sind seit langem gute Freunde und Geschäftspartner. Seit wann ist denn das strafbar? Jetzt hören Sie doch mit dem Gefasel auf. Herr Kollege, nimm mir das. Der weiß doch ganz genau, dass der Rechner um 9 Uhr gelöscht worden ist.
Der hat nur darauf gewartet, dass wir ihm das sagen, damit er mit seinem windigen Alibi kommen kann. Ja. Haben wir noch irgendwas anderes, womit wir ihn festnageln können? Nicht wirklich. Nein. Wenn wir nichts beweisen können, dann müssen wir blechen. So, Herr Seidel, Sie dürfen jetzt nach Hause gehen. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung, gell? Wir behalten Sie im Auge. Ich war es nicht. Ja. Was meinen Sie, wie oft wir diesen Satz schon gehört haben? Ja, dann. Auf Wiedersehen. Worauf Sie sich verlassen können. Auf Wiedersehen. Ja, gleich heben wir. Ja. Guten Morgen, Herren. Guten Morgen. Herr Hofer, ich bin da, um die PKS-Berichte abzuholen. Ich hoffe, Sie haben sich darum kümmern können. Naja, vielleicht der Papierkram kommt mir kaum mehr zum Arbeiten. Dieser Papierkram, wie Sie es nennen, ist aber die Grundlage, um einen sinnvollen und vor allem effizienten Ablauf zu gewährleisten. Ja, ist schon recht. Entschuldigung, Corbinia, deine Idee mit der UMTS-Karte war genial. Der gestohlene Laptop ist tatsächlich online gegangen und wir haben ihn geortet. Das ist gut für Ortmann. Und wo? Ahornweg. Ahornweg? Die Adresse kennen wir doch. Allerdings. Gehen wir. Ja. Wiederschauen. Ah, Herr Verortmann, hier die Berichte. Ich werde mich sinnvoll und vor allem effizient darum kümmern, dass wir den Mord aufklären. Schönen Tag noch. Tadellos. Alles ordentlich. Also, ehrlich gesagt, der Herr Hofer verwundert mich immer wieder. Mich auch, Frau Ortmann, mich auch. Frau Stockel? Ja? Sie wissen nicht zufällig, ob er Hilfe hierbei hatte. Wobei? Bei den Berichten hier. Das hat er ganz alleine gemacht. Aha, und woher wissen Sie das so genau? Das denke ich mir. Ich denke mir da auch was. Wiederschauen. Wiederschauen. Das ist mein Kollege Hansen. Ja. Starten bitte. Was wollen Sie denn hier? Wir wollen uns bei Ihnen umschauen. Ja, aber haben Sie einen Besuchungsbefehl? Ja, aber nicht. Geht vor allem dazu. Bitte. Herr Hasselt, nehmen Sie Platz. Wollen Sie verraten, wie das Notebook in Ihr Wohnzimmer gekommen ist? Ich will meinen Anwalt sprechen. Das können Sie gleich machen, ja. Aber erstmal sagen wir Ihnen, was wir glauben. Rick Günzel hat was wegen der Marscheleien gegen Sie in der Hand gehabt. Sie wollten die Beweise vernichten und deswegen sind Sie in seine Wohnung eingebrochen, um an den Rechner ranzukommen. Blöderweise ist er dann zu früh nach Hause gekommen und hat Sie und den Seidel überrascht. Da kam eins zum anderen und plötzlich lag der Günzel tot im See. Mit was haben Sie ihn zugeschlagen? Ich weiß das nicht. Dass wir das Notebook bei Ihnen gefunden haben, macht Sie zum Hauptverdächtigen. So war das nicht. Sondern wie war's dann? Also gut, ich bin bei ihm rein und habe das Notebook mitgenommen, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Ich wusste ja, dass er bei der Betriebsfeier von seinem Chef ist. Das wussten Sie vom Seidel, ja. Aber dann ist er doch zurückgekommen. Nein, ist er nicht. Ich bin rein, habe das Notebook mitgenommen, habe ich noch ein bisschen Unordnung gemacht, damit es nicht so aussieht, als ob es nur um das Notebook gegangen wäre und bin dann wieder weg. So war's. Was ist denn auf dem Notebook so Wichtiges drauf, hm? Hören Sie, unsere Spezialisten werden das Notebook sowieso zerlegen. Also entweder sagen Sie es uns und machen damit Punkte vor Gericht oder wir finden es selber heraus. Der Günzel hat sich in Sachen eingemischt, die nichts angehen. Die heutige Organisationsform der Rosenheimer Polizei resultiert aus der Neuordnung in den 60er Jahren. Das hat der Hofer nie und nimmer allein geschrieben. Wieso? Traust du ihm das nicht zu? Doch schon, aber das klingt irgendwie so korrekt. Und wer hat jetzt dann geschrieben? Wenn du mich fragst, seine Schwester. Ja? Ah, Stockel. Wie weit seid ihr denn mit dem Artikel? Fertig. Was waren das für Sachen, in die sich der Künstler eingemischt hat? Der Seidel hat mir halt ein paar Aufträge gegeben, die man vielleicht woanders etwas billiger herstellen könnte. Das heißt, es gab überhaupt keine Ausschreibung, sondern die Aufträge gingen direkt an den alten Spitzel Hasselt.
Was hat er davon gehabt? 50-50 haben wir gemacht, was sonst? Wie lange ging das so? Schon ein paar Jahre. Und dann ist Ihnen der Neue auf die Schliche gekommen. Er hat den Unterlagen geschnüffelt und dann tatsächlich was gefunden. Wenn er es dem alten Pfeil gesagt hätte, dann wäre Seidel erledigt gewesen. Ich natürlich auch. Und dann kamen Sie auf den genialen Gedanken, seine Festplatte zu löschen. Das sei denn, Büro und Sie beim Zuhause. Ich habe ihn nicht umgebracht, das müssen Sie mir glauben. Bis heute steht die Rosenheimer Polizei als Eckpfeiler der Gesellschaft für Sicherheit und Ordnung und garantierte Bürgernähe. Sehr gut, Frau Stockel, sehr gut. Das hätte ich nicht besser schreiben können. Da wird sich die Frau Hofer sicher freuen. Ja, ich muss dann auch wieder gehen. Ich habe ein gutes Gefühl. Herr 80er, was hat die Frau Hofer damit zu tun? Ach, die braucht den Artikel für eine Sonderausgabe des Stadtmagazins. Was schauen Sie jetzt so? Herr 80er, ich glaube, ich muss Ihnen was beichten. Was denken Sie? Dem ist eigentlich zuzutrauen, aber Mord. So abgebrüht scheint er dann doch nicht zu sein. Sehe ich ähnlich. Marie? Ach, servus, Fernand. Tag, Frau Hofer. Was machst denn du da? Ich wollte zum 80er mir seinen Artikel abholen. Den ich selber geschrieben habe. Ausgerechnet, Frau Hofer. Ja. Ach, grüß Gott, Fernand. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Hofer. Herr 80er, ich wollte mich doch einmal nach dem Artikel erkundigen. Ist er das? Ja, das ist er. Bitteschön. Ich hoffe, Sie können was damit anfangen. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen herzlichen Dank. Na, also, Dank habe ich jetzt da keinen verdient. Ich habe diesen im Übrigen hervorragend formulierten Artikel leider nicht selber schreiben können, aus Zeitmangel. Grüß Gott. Ah, schön, dass ihr so schnell kommen konntet. Was haben die vereinten Pathologen denn rausgefunden? Ja, laut Laborbericht weist das Wasser in Günstels Lunge eine hohe Konzentration an Chlor auf. Kommst du mal ins Chlor? Ja, genau. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das Chlor in die Lunge vom Opfer? Wenn im See überhaupt kein Chlor vorhanden ist. Das würde heißen, der Günzel wurde nicht in einem See, sondern beispielsweise in einem Pool ertrinkt. Na, wo genau kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber auf keinen Fall in einem See. Hat der Seidel nicht einen Pool auf seinem Grundstück? Allerdings. Ich denke, jetzt haben wir. Sie denn schon wieder hier? Herr Seidel, Sie sind voll dafür festgenommen, wegen des dringenden Tatverdachts Dietmar Künstler ermordet zu haben. Wie bitte? Ja, spinnen Sie jetzt vollkommen. Reißen Sie nur zusammen. Wir werden Sie Ihnen gleich erklären. Michi, wo bist du? Hör mich schon da. Gestatten, bitte. Was soll denn das? Ja. Unser Durchsuchungsbeschluss. Danke. Fabian, was ist denn los? Herr Seidel, Ihr Freund, der Herr Hasselt, hat gestanden. Wir wissen über Ihre Betrügereien Bescheid. Sie hatten mehr als einen Grund, den Herrn Künzel loszuwerden. Aber deswegen bringe ich doch niemanden um. Haben Sie überhaupt Beweise? Schaut mal her. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist Blut. Und ich denke, Sie wissen genau von wem. Ich habe keine Ahnung, wie das hierher kommt. Herr Seidel, hören Sie doch auf, das Spiel ist aus. Aber ich war es nicht, ich war doch im Büro. Da sagt das Zeiterfassungssystem aber ganz was anderes. Nein, natürlich war ich im Büro. Ich habe mich abgemeldet und bin dann am Hintereingang wieder hoch, um die Dateien zu löschen. Und wie erklären Sie sich dann das Blut hier? Ich habe keine Ahnung, Frau Seidel? Mein Mann und ich, wir haben für dieses Haus und für diese Firma sehr hart gearbeitet. Und dann kommt dieser Kerl und will uns alles wegnehmen. Also war der Herr Künzel hier? Ich habe ihn eingeladen, hierher. Ich habe ihn auf Knien angefleht, meinen Mann nicht anzuzeigen, aber das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er wollte unser Leben zerstören. Brigitte, du hast ihn doch nicht. Das konnte ich doch nicht zulassen. Fabian!
womit haben Sie es getan? Er ist in den Pool gefallen und hat sich nicht mehr bewegt. Ich habe dann die Abdeckplane geholt und ihn eingewickelt und zu seinem Auto geschleift und ihn dann zu seinem Boot gefahren. Um das Ganze wie ein Unfall aussehen zu lassen. Frau Seidel, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Dietmar Günzel ermordet zu haben. Herr Mohr? Halten Sie mal. Frau Seidel, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Michi sagt der Spurensicherung Bescheid. Ja, ist recht. Ja. Kann ich Ihnen was abnehmen? Geteilte Last ist halbe Last. Eben.